will keinen Krieg. Ich weiß, dass keiner einen Krieg will. Und trotzdem wird gezündelt überall. Ich mache nicht ein langes Statement. Ich will etwas wissen. Hat es jemals einen Krieg gegeben ohne Pressevorbereitung? Ohne dass ein Krieg... Sind doch nicht alle Leute am Morgen aufgestanden und haben gesagt, so, und jetzt gehen wir in den Krieg. Das muss doch orchestriert, organisiert, Aufmärsche werden über Jahre geplant. Das kann man im Buch von Moltke lesen, von der Witwe. Sehr interessantes Buch. Da sieht man auch, wie es im Ersten Weltkrieg wirklich hergegangen ist und wer die Kriegstreiber waren. Aber mich würde jetzt mal interessieren, gibt es überhaupt einen Krieg ohne Presse? Und wenn es die Antwort ist nein, dann wissen wir, was wir zu tun haben, dann müssen wir das boykottieren. Jawohl. Das Zweite, was ich als Schweizer einmal wissen will, wie, erstens mal, ihr habt doch den Carlo Schmidt gehabt, den Vater des Grundgesetzes. Da kann man 4,5 Minuten hören, was der sagt. Entschuldigung, ich bin kein Reichsbürger, aber das ist ein Staatsfragment und bis ihr keine Verfassung vom Volk gewählt habt, seid ihr besetzt! Herr Wimmer. Sie haben schon das Mikrofon in der Hand, gerne hätten wir was dazu gehört. Und da haben Sie natürlich in meinen Augen auch nicht das Beste dafür getan. Entschuldigung. Ich bin jetzt natürlich schrecklich, wenn ich das auf den Punkt bringe. Aber was hat denn der Carlo Schmid gesagt? Bis es geht hier nicht um die Gründung eines Staates. Und wen wundert, solange Deutschland besetzt ist von Amerikanern, dass da eine amerikafreundliche Politik herrscht und nicht eine Annäherung nach Russland. Das ist doch sonnenklar. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich sage nur eins. Als Schweizer, das habe ich schon gemacht. Ja, ja. Fernseher raus, Zeitung raus und wenn sie auftreten und Reden halten, schon wieder eine Wahl. Ich kann das nicht mehr hören. Danke, das war ein Statement. Ja, das Letzte noch. Herzlichen Dank. Das Allerletzte zur Demokratie. Wir Kuhschweizer, wir sind früher hingegangen, haben uns Gesicht gezeigt, die Hand erhoben. Da konnte jeder sehen, was wir wählen. Und heute habt ihr ein Wahlgeheimnis, was ganz Tolles. Da trägt man irgendeinen Zettel in eine Urne. Dort wird wahrscheinlich die Wahrheit begraben, darum heißt es so. Und da wundert ihr euch, dass ihr solche Pappnasen in Berlin habt. Danke, auf Wiederhören. Ja.